Häusliche Gewalt ist ein allgegenwärtiges Problem. Die Frage ist, was kann man dagegen tun? Manche würden sich jetzt an die Gurgel gehen, aber das machen wir nicht, sondern wir nutzen die Gelegenheit, mal zu sagen, was uns an dem anderen so stört. So verhindert man nämlich Konflikte untereinander. Also, wer möchte anfangen? Nee, also ich mag an dem Armin nicht, dass der beim Reden so laute Geräusche macht. Da frage ich mich, muss das sein? Welche Geräusche denn bitte schön? Mein Gott! Ich rede doch ganz normal, warum werde ich kritisiert? Also ich finde auch, dass er ein sehr feiner Redner ist. Schwafel, seine Worte sind so poetisch gewählt, dass jedes Wort eine neue Bedeutung anheimsucht. Schwafel, ohne laute Geräusche. Findet ihr? Ich habe seine Reden ganz anders in Erinnerung. Badam, ich würde fast sagen, badum, badum, irgendwie kakophonisch. So rede ich gar nicht, das ist überzogen. Sono ist aber bald mal gut. Also, haben wir das geklärt? Noch irgendjemand? Also, ich habe ja nichts gegen Bayern, aber der Horst ist schon anstrengend. Ja, mei, da kann man nichts machen, da hupt na Udeldudel, ey. Ich habe das Ende nicht verstanden. Kann das jemand auf Deutsch sagen? Ich hab's auch nicht verstanden, Horst. Kannst du es wiederholen? Ich hab nur gesagt, es hupt ein Dudeldei. Mehr hab ich da nicht gesagt. Da kann ich nicht drüber lachen. Ja, weil halt nicht lachen kannst mit den Mundwinkeln. Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen beleidigend. Klaus hat recht. Angela, zeig mal dein Lachen. Seht ihr, da geht doch die Sonne auf. Ja, das habe ich beim Karneval gelernt. So, da habe ich nämlich viele Auftritte gehabt. Was macht Angela Merkel mit ihren alten Klamotten? Anziehen! Der ist übrigens von mir gewesen. Respekt, das ist die alte Schule, so muss man's machen. Na Horst, was mit deinen Mundwinkeln? Du bist gefeuert. Gut, dann wäre das ja geklärt. Dann frage ich euch, was habt ihr so an Klaus auszusetzen? Dachte ich's mir doch. Ich hab auch nichts. Ich unterbreche das hier wirklich sehr ungern, aber ich habe vergessen, nach dem Hustenbonbon zu fragen. Ja, mich nervt's langsam auch. Das war's. Jetzt geht's weiter mit dem Abspann.